Kapitel 10 Die Bürde eines Königs. Die vier Freunde setzen über die See und steigen in einen Zug, der sie zur imperialen Hauptstadt Gralea bringen soll. Unterwegs wollen sie eine weitere Königswaffe in ihren Besitz bringen, um für die Rückeroberung des Kristalls gewappnet zu sein. Auch der Ring könnte Noctis helfen, doch noch ist der Prinz nicht bereit, sein Erbe zu schultern. Die Astralplage. Einige Wochen später. Also, fahren wir auch nach Tenebrae? Erst müssen wir zum Königsgrab in Kartanica. Ignis, willst du nicht? Meine Wunden sind verheilt. Auch wenn ich nichts sehe. Ach du Scheiße, er ist blind. Für wen hältst du dich? Bitte? Wir halten nicht in Tenebrae. Wie lange willst du dich noch so aufführen? Wie hättest du denn gern, dass ich mich sonst aufführe? Du könntest damit anfangen, endlich mit Ignis zu sprechen, der es im Moment am schwersten hat. Lass mich los. Und den Ring könntest du auch endlich benutzen. Luna hat sich geopfert, damit du deine Pflicht erfüllen kannst und du versinkst in Selbstmitleid. So was muss ich mir nicht anhören? Offenbar schon! Oder sollte Ignis umsonst erblindet sein? Genug, Gladio! So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's Maul! Hör endlich auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalt dich entsprechend, du Lusche! Noct! Lass ihn! Bis zur Ankunft in Cortanica kann Noctis sich frei im Zug bewegen, erkunde die Abteile nach Belieben. Und damit, ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Er ist blind. Er ist blind geworden. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist das, wovor ich am meisten in meinem Leben Angst habe. Mir ist es egal, ob mir die Beine abfallen, die Arme abfallen, aber blind. Blind werde ich nie oder möchte ich nie werden. Ich kann es ja nicht beurteilen. Das Grab ist am nächsten Halt. Ob Ignis uns wohl begleiten kann? Ich möchte gerne auf die Karte gucken. Ah. Okay. Diese Männer in schwarzen Klamotten machen mir Angst. Kind, sowas sagt man nicht. Bitte was? Soll ich dir eine Schelle geben oder was? Von mir hat man keine Angst. Ich, oh, guckt euch die Babuschka an. Die ist ja noch recht jung. So sieht sie aus wie eine alte Oma, ey. Alter. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können ein bisschen den Zug erkunden. Ich weiß nicht, ob wir eines Tages zurückkommen, um die komischen Quests zu machen, aber wir werden sie auf jeden Fall machen. Kanagi vermisst, Prinz am Leben. Luna Freya Nox Florette, Kanagi und Prinzessin des einstigen Königreichs Tenebrae, wird seit der Anrufung
Leviathans in Altissia vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie den Zorn der Wassergöttin nicht überlebt hat. Auch ihr Verlobter, Prinz Noctis Lucius Calaeum, wurde von den Fluten mitgerissen und schwer verletzt. Er wachte jedoch wie durch ein Wunder aus seinem Koma und ist nun auf dem besten Weg zur Genesung. Ja, danke Nachrichten, dass ihr auch noch sagt, dass ich am Leben bin, anstatt zu sagen, ja, er ist tot. Könnte ich hier ganz normal rumchillen. Na gut. Wo ist er hin? Da. Kann ich mit dir reden? Ja, willst du mit mir reden? Du rieb ich halt. Gibt es hier Katanika was Besonderes? Glaub nicht. Aber angeblich machen wir dort halt. Ah, ups. Kann automatisch laufen, komm. Okay, auch nicht. Dann tu es halt nicht. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Hier kann ich rein. Oder auch nicht. Auch nur eine Babuschka unterwegs. Was ist? Bin ich dir zu langweilig? Red doch keinen Unsinn. Naja, das könnte an deinen kurzen Haaren liegen. Also bin ich dir doch zu langweilig. Gib's doch zu. So ein Blödsinn. Ich hab einfach nur Hunger. Ihr seid beide langweilig. Oh Gott, ihr seid beide langweilig. Bin ich doch gar nicht. Ein anderer Zug. Hallo Leute. Ja. Das sitzt keiner drinne. Okay. Armseliger Zug. Na, was haben wir denn da? Ein super Elixier. Wunderbar. So. Tanzen die hier rum, sag mal, oder was? Kann ich hier was einkaufen? Nein. Was kann ich eigentlich hier im Zug machen, außer zu laufen? Ich wundere, dass der dem langweilig ist. Für das Scheitern des jüngsten Einsatzes verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Bravus Nox Fleury wurde nach dem Tod seines Vorgängers bei den Vorfällen in Insomnia zum Befehlshaber der imperialen Armee ernannt. Nach dem Sieg über Titan beauftragte man ihn mit der Wiederherstellung der Sicherheit. Jedoch musste die imperiale Armee bei seiner jüngsten Operation, deren Ziel die Vernichtung der Wassergöttin Leviathan war, empfindliche Verluste hinnehmen. Was ist eigentlich mit der Segnung von Leviathan? Habe ich die jetzt bekommen? Die Prinzessin ist sicher tot. Ja, von den Fluten verschluckt. Vielleicht hätte sie sich nicht zeigen sollen. Die Segnung, ich dachte, ich krieg die Macht von ihm. Jetzt, ich check's gerade erst. Ich hab's in der letzten Folge gar nicht gecheckt. Hier wird gerade poliert. Wir bitten um ihr Verständnis. Was? Hier ist total überteuert. Keine Ahnung. Wo bin ich denn gerade? Ey, beweg mich nicht von der Stelle! Wollt ihr mich verarschen? Was du erwartet hast. Schließlich ist das hier immer noch ein Niflheimer Zug. Die Regierung Akkordos erklärte, dass die Katastrophe nach dem Ritus fortan als Zorn der Wassergöttin bezeichnet werden soll. Die akkordische Regierung ist mehr als glücklich über den Umstand, dass seine Majestät noch... Cool. Jetzt kommst du an, oder was? Jetzt, wo es interessant wird. 10 Minuten Fahrt. Ja, sagen wir 7. Außerplanmäßiger Halt. Hallo, Mr. Schaffner. Ein Abstecher in den Steinbruch. Der will gut geplant sein. Waffen! Oh, ja! Oh. So, ich habe genug Geld. Kaufe ich mir einen von? Ich dachte schon, er freut sich, dass ich was kaufe. Nein, er hustet nur. Kaufen wir 2.
So. Drachenlanze kaufen wir eine. Delta. Ja gut, so krass ist der Schaden jetzt nicht, aber ich kaufe mir trotzdem zwei. Und Noctis, du kriegst auch natürlich den Scheiß hier. Und ein Schild für mich sollte ich auch kaufen. So, aber den Rest brauche ich nicht. Alles gut, danke. Okay. Ausrüstung. Noctis. Noctis möchte gerne ein neues Schwert haben. Das kriegst du natürlich mit deiner Keil. Du kriegst neue Assassinendolche. Die heißen aber jetzt plötzlich Delta-Dolche und Eisbrandschwert. Du hast jetzt aber einen Blutsauger. So, du kriegst natürlich auch ein... Okay, hatten wir schon. Oh Mann. So. Das wird unseren Schaden ein bisschen pushen. Den Rest verkaufe ich einfach. Willkommen! So, kann ich das einfach verkaufen? Für ein Gil verkaufen? Nein. Achso, ich habe gerade. Ich habe auf die Inventaranzahl geguckt und dachte, so teuer wäre das. Flammenzunge. Claymore. So, davon habe ich mehrere gehabt. Zack. Pistole, Assassin-Dolche, das kommt weg. Da kommen zwei weg. Eisspeer. Achso. Kraftschild. Achso. Nein. Ich will nur einen verkaufen. Eisspeer verkaufe ich keinen. Ich habe nämlich keinen Speer gekauft, oder? Habe ich einen Speer gekauft, Freunde? Bin mir gar nicht mal so sicher, du. Habe ich mir eine Drachenlanze gekauft? Bis zum nächsten Mal. Da muss ich kurz mal nachforschen. Ausrüstung. Noctis. Ich habe eine Drachenlanze, okay. Da bist du ja wieder. So. Kraftschild hat ja momentan noch unser Tanzdieter an. Den habe ich an. Jetzt habe ich drei Stück davon, ne? Einen kann ich verkaufen. Eisbrand. Rebellion. Flammenschild. Und das Kraftschild ist besser. Drachenlanze. Delta-Dolche. Elden-Schild. So, jetzt dürften wir aufgeräumt haben. Komm bald wieder. Nö. Brauche ich noch irgendwelche Heilungsdinger? Brauchst du ein paar Reiseartikel? Ich hab 73. Also? Ich hab 73, hau ab. Hä? Ab in den Steinbruch, da dürfte sich wahrscheinlich das Schwert befinden, das wir suchen. Brechen wir bald auf? Wir nehmen ihn natürlich mit, ist ja klar. Ich komm schon klar. Ich will ihn gerne Auto fahren lassen. Oh Mann, der Arme. Wir reisen hier sowieso in die Vergangenheit und können da Auto fahren. Da hat er nämlich sein Augenlicht wieder. Oh, der Arme, ey. Oh, oh Mann, ey. Blödes Spiel. Zuerst Luna töten und einem der Lieblingscharaktere auch noch die Augen klauen, weißt du? Das sind diese miesen Entwickler, weißt du? Die denken einfach, wir spielen mit den Gefühlen der komischen Leute, die das Ding spielen. Ich meine, es macht es jetzt nicht zu einem schlechteren Spiel oder so, nein, aber ich hasse solche krassen Veränderungen, wenn irgendwie plötzlich etwas fehlt. Wie Augenlicht oder so ein Kram. Jetzt müssen wir nur noch das Grab finden. Die Fauna hier ist uns unbekannt. Wir müssen beim Kämpfen noch vorsichtiger als sonst sein. Oh. Schon klar. Ignis läuft aufgrund seiner Augenverletzung langsamer an. Nimm etwas Rücksicht auf ihn und lauf nicht so schnell. Der Boden ist rutschig. Vorsicht. Okay. Danke. Schön langsam, Ignis. Wir warten. Oh, schade. Hätte ja funktionieren können. Na gut.
Ich glaube, ich muss keine Rücksicht auf ihn nehmen. Nicht, Ignis. Die können sich sowieso teleportieren. Hey, wäre der König so gütig, auf sein Gefolge zu warten? Ja doch, Mann. Ihr könnt euch teleportieren. Das weiß ich doch. Ach Gott, der Arme. Jetzt läuft er im Kreis. Ach Gott. Oh nein. Er tut mir so leid. Der arme Ignis. Der muss doch irgendwas bekommen. Der bekommt irgendwas, womit er wieder sehen kann. Irgendwie. Oh. So traurig. Es wäre so einfach. Einfach drüber springen. Aber nein, unser Noctis kann das nicht. Oh, er ist immer noch da hinten. Ignis, mein Freund. Ignis. Was ist los, mein Freund? Komm. Beweg dich ein Stück. Oh mein Gott. Aber ich muss die mitnehmen, Freunde. Das ging nicht anders. Der Arme. Man konnte richtig hören, wie er mitgehen wollte. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Ich meine, er hätte wahrscheinlich gesagt, okay, verstehe. Okay, gucken wir mal, wie er kämpft. Der Feind kommt näher. Vorsicht, Ignis. Verstanden. Danke. Bedank dich nicht zu früh. Alter, ach so. Ich denke, wieso geht das nicht? Super. Ihr wollt doch eure Schwäche angucken. So, eure Schwäche ist das Claymore. Okay. Dann machen wir das doch. Ich frage mich, wo Ignis ist. Ach, Ignis ist mittendrin. Verwirrend. Naja, er kämpft ja so gern mit einer Lanze. Jetzt hat er einen Krückstock. Ist das dann wohl vielleicht dasselbe? Ich weiß es nicht. Okay, ich mache einfach nichts. Cool. Bleib etwas zurück. War ich dir im Weg? Nein, so war das nicht gemeint. Ach Gott. Es ist so gemein. Es ist einfach so gemein. Und jetzt laufen wir durchs Wasser und sein komischer Stock hilft ihm da auch nicht weiter. Der Steuerpuls scheint inaktiv. Intakt. Doch die Stromquelle ist verrostet. Einfach mal genau das Gegenteil lesen. Das kann nur Zero. Ja, da liegt nichts, okay. Wir gehen mal in die Richtung. Das Grab muss wohl da drunter sein. Ignis, nicht stolpern. Danke. Er ist auch schon voll genervt davon, dass alle ihn bemuttern und bemitleiden. Kann ich voll verstehen, also ich würde es auch nicht wollen. Ich würde auch nicht wollen, dass da jeder kommt und sagt, oh, Vorsicht, da ist ein Stein. Oh, Vorsicht, da ist eine Schnecke. Das macht man nicht. Das ist gemein. Halt. Achso, habe ich schon maximal. Na gut, Leute, gehen wir. Willst du nicht das Licht anmachen? Kannst du etwa wieder sehen? Es ist schon dunkel. Lichtquellen nehme ich gerade noch wahr. Verstehe. Na, das ist doch immerhin etwas. Er wird seine Augen wieder öffnen, ich weiß es. Was ist denn das? Kommen wir da durch? Der Eingang ist versperrt. Muss eine Art Baumaschine sein. Wenn es eine Maschine ist, lässt sie sich bestimmt von irgendwo steuern. Wir können uns hier einfach durchquetschen. Also alle aus Ignis. Okay, wo soll ich hin? Ah, da kommen wir noch hin.
Ach, das ist da, wo wir waren. Da ist doch kein Strom. Kommt ihr? Wo bin ich? Da ist ein Kroko. Wo will ich gar nicht hin? Ihr könnt ruhig da bleiben, wo ihr seid. Ich mach das schon. Ihr müsst nicht extra herkommen. Sieht vielversprechend aus. Eine Steuerung? Mal sehen. Jawohl, sie haben sich ja teleportiert. Perfekt. Ach, plötzlich funktioniert das, oder was? Mist. Das war wohl nichts. Warum? Mal sehen, was hier steht. Im Falle eines Stromausfalls bitte Generatoren aktivieren. Schlüssel ist im Schuppen. Okay, Schnitzeljagd. Ich hab schon verstanden. Renn nicht so. Mach ich doch gar nicht. Ich bin 2 Meter von euch entfernt gewesen. Dreh mal nicht am Rad. Alter. Was ist mit euch los? Ich dachte, wir sind hier Best Buddies und so ein Kram. Da beschimpft er mich einfach. Ja, ich weiß, ich darf nicht so weit laufen. Ich bin halt, nicht so. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, verdammt. Ihr kommt schon hinterher, ich vertraue euch. Vor allem ist hier sowieso ein Gegner. Ich halte euch quasi den Weg frei. Ich bin nett. Sie sind immer noch nicht da. Lauf nicht alleine davon. Mach ich doch gar nicht. Alles cool, alles gut. Ich bin hier und ihr seid... Weiß ich nicht, gerade da oben? Wenn ihr so ewig braucht, kann ich doch nichts dafür. Nichts gegen Ignis, aber... Ihr chillt viel zu sehr. Ich meine... Ich habe euch gerade schon da oben gesehen und plötzlich seid ihr immer noch da oben. Oh, die kommen schon von alleine. Glaub mal dran. Easte. Da haben wir schon Gladio. Fest. Oh Gott. Oh, der tut mir so leid. Hier können wir rasten. Habe ich gerade einen Frosch gehört? So, wir können rasten und gucken wir mal, ob Ignis noch kochen kann. Ich will nicht mehr. So, kleine Pause, ein bisschen was zur Stärkung. Oder auch nicht. Was ein Scheiß. Ja. Viel Wahl haben wir jetzt gerade nicht. Irgendwie ein bisschen trostlos das Ganze, ne? Ja, Nudeln. Ja, Nudeln. Wollt ihr die Fotos von heute sehen?
Was denkst du denn, Prompto? Ja, natürlich nicht. Er fotografiert Ignis, Alter. Das ist so traurig. Guckt's euch an, ey, nein. Warum? Warum fotografierst du Ignis? Findest du das so geil? Aber nicht gerade auf der anderen Seite. Gehen wir. Ignis, alles klar? Ja. Keine Sorge. Abmarsch. Brauchen wir Feuer? Ja. Gut. Würde ich sagen, wagen wir uns einfach. Warte auf uns. Ja, ich bin doch hier gleich um die Ecke. Alles ist gut. Ihr kommt doch sowieso gleich hinterher. Okay. Vielleicht nicht ganz so schlau gewesen. Auch wenn ich endlich geblockt habe. Ihr habt's alle gesehen. Au. Ja, ist ja gut, Mädels. Ist ja gut. So, jetzt machen wir nämlich das hier. Kommt nämlich Gladio gerade an. Und Abflug. Sehr schön. Ah, ich habe so viel Leben, die können mir eigentlich gar nichts. Zu erwarten war beschwerlicher Weg. Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. So. Hier ist was. Der Schlüssel? Das muss er sein, der Schlüssel. Und die Generatoren? Die müssen in der Nähe vom Schalter sein. Na dann. Gucken wir mal auf eine Karte. Ah, da kommt von hier aus hin, ne? Schön vorne weg, was? Ja, beruhigt dich doch. Ich helfe euch, dass ich die schon mal platt mache. Dann muss das Ignis nicht machen. Ist ja nicht so, als würde ich ihn jetzt hassen oder so. Verraten, Prompto. Combo. Ich hab's gerade erst gemerkt, dass es passt. Ich weiß auch gar nicht, was Gladio momentan gegen mich hat. Als wäre ich ein Monster oder so. Als würde. Hätte ich Schuld, dass er blind geworden ist. Als hätte ich Schuld, dass Luna gestorben ist. Erledigt. Das lief nicht besonders gut. Warum nicht? Nicht viel Spielraum hier. Das lief ganz gut, fand ich. Froschi! Pass dich an die Gruppe an. Ja, komm halt's Maul, ey, ganz ehrlich. Wir müssen alle Gegner beseitigen, ehe wir uns die Maschine angucken können. Dann mal auf in den Kampf. Ja, die Kröte habe ich schon so oft bekämpft. Die kann eigentlich schon gar nichts mehr. Das ist wie bei Dark Souls, wenn man oft genug gegen einen Gegner kämpft, dann kann er nichts mehr ausrichten. Och, der arme Ignis, der ist gerade erst angekommen. Ach Gott. Strom. Hier, der erste. Geht er noch? Mal sehen, das Kabel ist verbunden. Verbox nicht. Lass mich doch... Halt jetzt die Klappe. Alter. Was ist denn hier in Ordnung mit dir? Klingt gut. So, gib noch einen. Ich weiß nicht, was dein fucking Problem ist, ey. Soll er sich doch mal aussprechen. Anstatt hier den ganzen Tag auf dicke Hose zu machen. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. Ach, sind wir jetzt direkt da? Reißen. Na komm, Mädels, komm. Ich weich aus.
Dann block ich halt nicht. Ich muss nur ganz kurz nicht auf die Karte zurückdrücken, sondern Ausrüstung, Noctis. Ich muss wieder mal mein Donnerkeil nehmen. Verschwinde! Ja, da kommt wirklich Donner raus. Das heißt, man kann auch mit Elementarwaffen. Ah, das heißt, wenn sie eine Schwäche für Elektro haben und gleichzeitig das Claymore, dann ist das ja richtig pervers. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich wollte es gerade gucken. Die haben das Claymore und Eis. Ah. Naja, schade. So, das war's mit ihm. Wo ist denn die Ignis? Ach, da. Ich war keine große Hilfe. Was hast du erwartet? Du bist hier das Arschloch. Was hast du erwartet? Das heißt, nein, nein. Du hast uns geholfen. Nicht so ein Scheiß, ey. Aber wir sind tatsächlich wieder hier. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, bevor wir morgen die Maschine zum Laufen bringen, beenden wir heute natürlich die Folge, logischerweise. Ach, oh Mann, Ignis. Warum kommst du jetzt auch noch ins Bild? Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, obwohl wir einen blinden Ignis haben, dann drückt mir einen Daumen nach oben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.